Ich würde gerne von 65 23 abziehen. Ich würde vorschlagen, mach am besten kurz Pause und probier dich mal an der Aufgabe. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du dich probiert hast. Also mal gucken, wie ich das machen würde. Ich fange immer gern bei den Einern an. Also das hier sind die Einer. Also du könntest sozusagen sagen, hier, das sind die Einer. Also diese ganze Spalte hier sozusagen. Auch das, was nachher im Ergebnis rauskommt, das sind die Einer. Die stellen eine gewisse Anzahl an Einern dar. Und dann zur Vollständigkeit halber, das hier sind dann die Zehner. Die habe ich hier in Violett gemacht. Und wenn du möchtest, kannst du dir das auch so vorstellen. Hier ist jetzt so eine Spalte und alles, was hier drin steht in dieser Spalte, das sind alles Zehner. Die stellen also eine gewisse Anzahl an Gruppen von Zehn dar. 65 ist also das gleiche wie 6 Zehner und 5 Einer. Und 23 ist das gleiche wie 2 Zehner und 3 Einer. Okay, jetzt zum Subtrahieren, zum Abziehen. Also, jetzt kann ich ja gucken, bei den Einern habe ich hier eine 5 und von 5 ziehe ich 3 ab. Dann bleiben mir noch 2 übrig. Und das gleiche kann ich bei den Zehnern auch machen. Wenn ich hier 6 Zehner habe und davon 2 Zehner abziehe, bleiben mir noch 4 Zehner übrig. 65 minus 23 macht also 42. Ich hätte auch noch ausführlicher sein können. Und zwar hätte ich ja hier auch hinschreiben können, 65 ist das gleiche wie 6 Zehner. 6 Zehner plus 5 Einer. Plus 5 Einer. Und also nur um das nochmal ganz klar zu machen, was hier links steht und rechts steht, ist genau das gleiche. Das hier ist einfach nur kürzer. Ich habe einfach hier bei der Zehnerstelle eine 6 reingeschrieben und das bedeutet genau das gleiche wie 6 Zehner. So, und von diesen 65 hier auf der rechten Seite könnte ich ja jetzt einmal 2 Zehner abziehen. Also minus 2 Zehner. Und ich könnte auch noch abziehen diese 3 Einer hier. Die 3 Einer. 3 Einer. So, und dann können wir mal gucken, was jetzt auf der rechten Seite rauskommt, wenn ich diese andere Schreibweise benutze. Ich fange am besten mal wieder bei den Einern an. Also 5 Einer minus 3 Einer macht 2 Einer. Und was haben wir hier noch übrig bei den Zehnern? 6 Zehner minus 2 Zehner. Naja, das macht 4 Zehner. 4 Zehner. Und da kommt natürlich ein Plus dazwischen. Plus. Und jetzt siehst du schon, hier diese 42 ist ja auch genau das gleiche wie 4 Zehner und 2 Einer. Hier, die 42 hat eine 4 in der Zehnerstelle, also hier in der Spalte, in der ich die ganzen Zehner geschrieben habe. Das ist das gleiche wie hier. Und hat eine 2 in der Einerstelle. Die habe ich hier auch stehen. 42 ist also das gleiche wie 4 Zehner und 2 Einer.